Amasch, Damasch. Leute, heute fällt der Dienstag aus, weil die Snubs sind in alle Welten verstreut oder krank oder was weiß ich. Und dann müsst ihr mit mir vorlieb nehmen. Und ich weiß, was ihr denkt, aber ist ja kein Problem, du bist ja Deutschlands weltbester Let's Player aus Deutschland, der ganzen Welt. Und diesen Skill, habe ich mir gedacht, den zeige ich euch heute. Schön wieder das Maul vollnehmen mit meinem Lieblingsspiel zurzeit, Monster Hunter World Iceborne. Ach, Quatsch. Ich werde mich heute nicht ärgern, denn wir spielen heute ein Spiel. Normalerweise würde ich jetzt um diese Uhrzeit, Kinder liegen im Bett, würde ich genauso, vielleicht mit weniger Klamotten und nicht ganz so gerade zu Hause sitzen und exakt das Gleiche machen. Und nein, liebe Leute, ich sehe es schon im Chat, macht euch keine Hoffnung, das hier ist ein Switch-Pad. Trant ist nicht am Start. Trant knechtet noch wieder mal für einen fantastischen Beitrag bei Game 2. Ihr müsst mit mir alleine vorlieb nehmen. Ich kann halt auch nicht mit Hunter Rang 800 dienen. Ich kann aber zumindest mit, ja, ich habe jetzt fast 160 Stunden, glaube ich, in dem Spiel. Also, haben natürlich auch Monster Hunter 3 und so davor gespielt. Ein bisschen was weiß ich schon, aber vergleicht es bitte nicht mit Trant. Das ist undankbar für jeden Monster Hunter-Spiel. Wir sind hier im Hub übrigens. Im Multiplayer-Hub sozusagen, weil hier alles schön beieinander ist. Deshalb mag ich das hier, aber ich gehe jetzt gleich mal in die Stadt. Celiana heißt die. Das ist die neue Stadt in, im DLC. Und, ja, was soll man sagen? Es ist halt Monster. Es ist, ich hoffe einfach mal, dass die Leute, die jetzt zuschauen, haben auf jeden Fall keinen Bock auf Fußball. Das ist schon mal gut. Und wenn ihr nichts über Monster Hunter, ich werde immer mal so ein bisschen was sagen, aber wir haben ja auch schon ganz viele Videos dazu gemacht. Zieht ihr euch rein, wenn ihr gar keinen Plan von Monster Hunter habt. Im Prinzip ist es relativ einfach. Wie der Name schon sagt, jagt man Monster. Meistens sehr große. Und bei diesem Spiel ist es halt so, dass wirklich dieser Kampf mit dem Monster ist halt im Prinzip alles. Es gibt nichts anderes in diesem Spiel. Du killst Monster, am Ende kannst du, bekommst du Ressourcen von den Monstern, die kannst du wieder für neue Rüstungsgegenstände oder neue Waffen ausgeben und damit kannst du bessere Monster killen. Und, ja, das hier ist übrigens Celiana. Und was halt das Interessante ist, es ist eigentlich ein bisschen so Schere-Stein-Papier-Prinzip, beziehungsweise die Monster haben verschiedene Elemente. Und manche haben halt verschiedene Schwächen oder Stärken, zum Beispiel Donner, Feuer, Wasser, Eis und so weiter. Und wenn du zum Beispiel gegen ein Monster kämpfst, das zum Beispiel sehr stark in Sachen Feuer ist, dann kannst du meistens davon ausgehen, dass du eine Rüstung von den Sachen dann schmieden kannst, die dich eben stark gegen Feuer machen oder eine Waffe, die eben Feuerschaden macht. So wie hier zum Beispiel. Ich habe jetzt hier zum Beispiel sehr schön zu sehen die Anjanat-Rüstung. Und auch, glaube ich, das Schwert. Ich weiß gar nicht, was ich gerade für ein Schwert habe. Man wechselt das halt, man muss halt verschiedene Sachen haben. Du musst flexibel sein in diesem Spiel, damit du immer, damit du eben immer die richtige Waffe bzw. die richtige Rüstung für den richtigen, das richtige Monster hast. Ja, das ist hier mein Wasserschwert. Ist eigentlich gar nicht so geil. Habe ich nur gebaut, weil ich die Ressourcen im Überfluss hatte. Ist aber irgendwie nicht richtig scharf. Man sieht es jetzt hier nicht. Habe ich mal ausprobiert. Ist nicht meine Lieblingswaffe. Es hängt ja jetzt auch so ein bisschen ab, was wir machen. Ich kann ja mal hier aufs Questboard gehen. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Nur Hunter Rang 48, schreibt Sarkasmus. Ja, ich habe tatsächlich nach dem Hauptgame, also nachdem ich es durch hatte, und dann hatte ich die, hatte ich quasi alle Waffen, die ich wollte, im Waffentree. Und dann hat mich direkt, es gab für mich dann nicht mehr so richtig Grund zu grinden. Ich weiß, es kam dann, mit weiterem Verlauf kam dann auch die Augmentierung und so weiter, aber mich hat das dann nicht mehr so gereizt. Für mich war immer bei Monster Hunter, die geilste Waffe willst du irgendwann haben. Und ja, wenn du sie erstmal hast, dann, ja, was dann eigentlich? Deshalb habe ich so, im Endgame habe ich nicht mehr so viel mitgespielt, ehrlich gesagt. Da hat mich dann so ein bisschen die Motivation verlassen.
Aber jetzt ist sie wieder voll da durch den DLC. Also ich bin wieder voll drinne. Guck mal, das wäre doch ganz schön. In der ein Bariot in der Special Arena. Obwohl für den Einstieg. Also Special Arena, da kämpft man, wie der Name schon sagt, wirklich in einer Arena. Da gibt es so ein paar Fallen. Ist eigentlich ganz geil. Vor allen Dingen mit mehreren Spielern. Dann sieht man halt nicht die Welt. Ich überlege gerade, oh, das kann man ja schon mal. Es ist jetzt gerade hier auch keiner in meiner Gilde online, glaube ich. Das ist gerade so ein bisschen. Ja, es ist leider, das Spiel ist halt schon ein bisschen älter. Es spielen zwar jetzt viele den DLC, aber die Prime von Monster Hunter ist natürlich, von Monster Underworld ist natürlich schon so ein bisschen. Ist schon. Ja, man findet nicht mehr ganz so viel auf den Servern wie am Anfang, als das Spiel rauskam. Und ich habe bis heute, und das ist wirklich kein Scheiß, ich habe bis heute noch keinen Hunter Rang 800 gesehen. Also ich weiß gar nicht, ob man das irgendwo nachgucken kann. Es gibt bestimmt irgendwo noch höhere, aber also, wie gesagt, ich habe jetzt 160 Stunden. Wieso kann ich da nicht connecten? Ey, was soll das? Ich habe 160 Stunden gespielt und bin Hunter Rang 48. Also ihr könnt euch ja ausrechnen, 800 ist absurd hoch. Also ich habe, als ich ihn gefragt habe, habe ich mir schon gedacht, dass er hoch ist. Ich habe gedacht, vielleicht hat er 350. 800 ist so absurd hoch, dass mir wirklich die Worte fehlen. Ich weiß gar nicht. Also auch Respekt einfach, nicht nur, weil du musst ja auch irgendwo, das zeigt einfach nur, wie sehr er das Spiel einfach liebt. Weil, ich meine, machen wir uns nichts vor, Monster Hunter ist geil und so, aber irgendwann kämpfst du halt mehr oder weniger, du hast halt deine eigene Waffe, selbst wenn du die anderen Waffen machst und so, die haben immer, du machst immer die gleichen Moves, du spielst mehr oder weniger gegen die gleichen Monster irgendwann, du machst die ja 20, 30, 40 Mal und so weiter. Also da muss man schon auch Bock drauf haben, das so viel zu spielen. So, ich muss mich ein bisschen konzentrieren. Ich kann nicht labern gleichzeitig. Wir können ja mal. Das ist übrigens eine super Voraussetzung für ein Let's Play, nicht labern und spielen gleichzeitig zu können. So, wir gehen mal hier in die Schmiede. Der Detailgrad ist halt auch immer so geil bei Monster Hunter. Also, wenn ihr die Monster Hunter Beiträge, das Preview und mehr oder weniger das Review von Game 2 noch nicht gesehen habt, vom Trant, checkt die bitte ab auf YouTube. Es sind wirklich fantastische Beiträge. So, jetzt gucken wir mal. Wir können hier, ist halt die Schmiede, da können wir unsere Sachen, unser Equipment bauen. Und dann kann ich mal, nee, nicht Armor, das ist natürlich genau falsch. Und dann können wir uns hier mal die Waffentrees angucken. Also hier rechts seht ihr dann, ja, siehst du, das wird hier, ich muss auf Upgrade gehen. So, wenn ich jetzt zum Beispiel diese Waffe, die Dipterus Varesa 2, das ist jetzt dieses komische Wasserschwert, was ich habe. Wenn ich das jetzt upgraden würde, also okay, das ist schon am Ende von diesem Tree. Natürlich dummes Beispiel, aber wenn ich jetzt mal, nehmen wir mal hier das Magda Fakutlas, dann seht ihr, das habe ich. Und um das upgraden zu können, seht ihr, da habe ich noch gar nicht die Kreaturen getroffen. Noch kein einziges Material irgendwo gefunden, was mir überhaupt zum Upgraden helfen würde. Da unten ein Pure Crystal, davon habe ich 5. Das ist das kleine, die kleine 5. Weiß nicht, ob ihr das überhaupt zu Hause erkennen könnt. King Nimrod fragt, ey, nutzt du hauptsächlich Katana oder wechselst du? Ich spiele eigentlich nur Langschwert. Ich habe in Monster Hunter Tree auch ein bisschen Großschwert gespielt und die Doppelklingen. Aber in Monster Hunter World habe ich eigentlich nur. Ich habe mal ein bisschen mit der Insektenkleve rumgespielt, aber das war mir dann mit dem Insektending, das war mir irgendwie zu kompliziert. Ich hatte da nicht so richtig die Muße, mich damit zu befassen. Hier sieht man zum Beispiel, hier würde mir jetzt von einem Theostra die Mähne fehlen, dann könnte ich dieses Schwert bauen, vorausgesetzt, ich kann die davor bauen, ja. Und rechts seht ihr halt zum Beispiel dann den Special-Schaden, Blast-Damage 300, was schon ganz nice ist. Ganz oben wichtig die Rarity. Und die ist halt jetzt neu. Also hier zum Beispiel Rarity 11 ist halt ultra krass.
Das ist alles neu jetzt im DLC und Rarity 12 ist momentan das höchste. Habe ich natürlich noch nicht. Der Weg ist ja auch ein bisschen das Ziel, aber hier habe ich zumindest einen 10er. Aber der ist leider auch nicht so geil. Ansonsten laufe ich hier noch mit Rarity 9 Waffen so rum. Aber das sind alles Ziele hier. Und ihr seht hier zum Beispiel, hier seht ihr noch die Fragezeichen. Das heißt, das sind einfach auch noch Monster, die ich noch nicht gesehen habe. Ich bin noch relativ am Anfang vom DLC. Ich habe noch nicht so viel gespielt. Also, ich habe hier schon zum Beispiel markiert auf meine Wunschliste. Wo ist es denn? Ich will eigentlich hier, da seht ihr diesen orangenen Punkt. Ich will eigentlich das Wyvern Blade Indigo Plus als mein Feuerschwert, als mein nächstes. Ich habe zurzeit das Anya-Schwert, das hat aber keine Affinity, also das ist noch ein bisschen schlechter. Und hier fehlen mir halt eigentlich, fehlt mir nicht mehr so viel. Na gut, Wing Talons sind schon eher selten, ganz unten, das, was viermal gebraucht wird. Ich kann nicht hingehen. Und Rathalos Shard ist eigentlich easy. Müsste man dann farmen, ja. So, also, ich könnte mir vorstellen, ich bin mir nicht sicher, bin ich hier überhaupt online mit dieser PlayStation? Ja, okay. Ich bin online. Ich wollte nur sicher gehen, weil ich kann irgendwie nicht zur Gilde connecten, aber ich raff gerade nicht, warum. Hat gerade jemand geflüstert? Hier komplett alleine auf dem Server. Das ist irgendwie komisch. Es kann natürlich sein, dass jetzt wirklich gerade keiner zockt. Guck mal hier, Leute, da seht ihr die Online-Session-ID. Ich weiß gar nicht, ich habe das noch nie ausprobiert, ehrlich gesagt. Ich habe entweder immer mit Trant gespielt oder hier in der Maniac-Gilde. Aber ihr könnt ja mal gucken, ob das was hilft, diese Online-Session-ID. Dann könnt ihr auf den Server kommen. Dann können wir zusammen zocken. Dann können wir hier gleich mal schön einen Bariot legen. Ich würde nämlich sagen, Bariot ist jetzt the place to be für mich. Das machen wir jetzt mal. Nee, hier lang. Und allein habe ich eh Schiss. Allein ist auch echt schwer geworden. Mit dem Langschwert, du musst mit dem Langschwert ein paar Mal treffen, um das aufzuladen. Es hat so verschiedene Level, mit denen es schwerer wird. Dafür musst du aber so eine Combo treffen. Und ich merke halt, dass es immer schwieriger wird. Guck mal hier, da kommen schon die ersten. Rick Raid. Das ist ja cool mit euch. Dann können wir zusammen zocken, Leute. Wie geil ist das denn? Guck mal hier. Master Rank 13, Hunter Rank 82. Rick Raid mit, spielt Großschwert. Das ist doch nice. Guck mal hier. Ich würde sagen, wir treffen uns, Leute, das gehört sich so, wir treffen uns hier beim Fußbad. Weil bevor man als Jäger natürlich in den Kampf zieht gegen krasse Jäger, muss man mit seinem, mit seiner kleinen Katze hier erstmal das, man muss das Leben genießen. Man weiß nie, wie lange es gut geht gegen so krasse Monster, deshalb ist es immer wichtig, erstmal ein bisschen zu chillen. Wenn man sich gut kennt, ja, dann kann man auch sagen, okay, komm, was soll der Scheiß, ich ziehe erstmal einen Teil von der Rüstung aus. Ja. Die Katze will entertained werden. Oh, guck mal hier. Komm, nimm ein Fußbad. Bionzo. Es ist wichtig, sich einzustimmen auf den Kampf, weil das, was jetzt folgt, ist einfach auch harte Arbeit. Und wir wollen alle davor einmal noch uns kennenlernen. Hm? Kleines Kätzchen. Guck mal, da kommen immer mehr Spieler. Wir können natürlich eine Quest nur zu viert machen. Das heißt, es wird jetzt leider nicht gehen, dass wir alle zusammen spielen. Aber ich möchte zumindest eure Namen vorlesen. Guck mal, haben wir sogar Hunter Rang 327, Hunter Rang 308, was geht ab? Jackal ist auf dem Server, Mac Populus, Bionzo habe ich eben schon gesehen, Maya, Dirty Lupo, El Spuno, Void, Rick Raid haben wir eben schon gesehen. Krass, Leute, das freut mich, dass so viele von euch zocken. Und es freut mich vor allem, dass ich hier mit Abstand der Niedrigste bin. Aber das wundert nicht, weil wenn man erstmal süchtig ist, dann ist man halt auch süchtig. Und dann zockt man viel. Guck mal hier, da ist die Gang. Gebt euch mal selbst einen Applaus, Leute. Ey, was geht ab, Leute? Ohne Scheiß. Ich finde, ich feiere das gerade ein bisschen.
Hier, der Server ist voll. Es können leider nicht alle mit. Also, ich poste jetzt mal eine Quest. Oh, hi. Wir machen erstmal die Arena-Quest. Und, ja, wir können ja uns abwechseln oder so. Ich weiß auch nicht, wie wir es jetzt machen wollen, ehrlich gesagt. So, wo habe ich die denn? Hier. Das ist die Arena-Quest. 4 Leute. Mehr geht leider nicht. Das Maximum. So, Gutschein nehmen für bessere Belohnungen noch. Und die Quest ist gepostet. So, als nächstes natürlich wichtig, erstmal was essen. Wie ich eben schon gesagt habe, es ist wichtig, dass man vor einem großen Kampf auf jeden Fall erstmal was isst. Und ich nehme meine Lucky Cat Custom Order. Da seht ihr unten Lucky Cat, wichtig. Kriegt man manchmal bessere Belohnungen am Ende. Kriegt man übrigens, wenn man 6-mal die gelben Biersorten nimmt. Also du kannst das dann hier auswählen. Egal. Ist jetzt wurscht. Zack. So, dann habe ich gesagt, wir machen, okay, Dirty Lupo, Rick Raid und Beyonzo haben es jetzt reingeschafft. Liebe Leute, wir machen gleich noch eine weitere Quest. Und dann würde ich sagen, dann spielen wir andere 3. Und vielleicht kriegen wir einmal alle durch heute. Nicht sauer sein, nicht traurig sein. Macht so lange eine andere Quest. Oder ihr macht die gleiche Quest parallel. Aber es geht halt nicht anders. Ich kann nicht mit allen gleichzeitig zocken. So, jetzt müssen wir natürlich noch unser Equipment anpassen an den Bariot. Das heißt, da muss ich natürlich die Feuerklinge rausholen. Alles andere wäre ja dumm. So. Wo ist sie denn? Da. Das ist meine Anjanat-Waffe. Und eigentlich müsste ich auch die Rüstung wechseln. Weil das Quatsch ist. Gegen Bariot mit einer Feuerrüstung. Deshalb, ich habe noch nichts Geileres als. Wo ist sie denn? Wo ist denn meine Beotodus-Rüstung? Ach, da. Nee. Da. So. Dafür sieht die geile aus. So. Und dann bin ich soweit. Seid ihr ready, Leute? Los geht's. Arena Quest gegen ein Bariot. An der Stelle muss man natürlich sagen, ja, Monster Hunter ist kein einsteigerfreundliches Spiel. Monster Hunter World ist schon das einsteigerfreundlichste Monster Hunter, das es je gab. Aber es ist trotzdem noch, man muss sich ein bisschen reinarbeiten in das Spiel. Aber das ist ja bei vielen Spielen so, die am Ende dann auch einen richtig geilen Payoff haben. Wer generell Bock drauf hat, man darf sich halt nicht abschrecken lassen, dass es irgendwie am Anfang sich anders anfühlt als alles, was ihr gespielt habt mit Waffen, die gefühlt ewig dauern, also bis man sie beherrscht. Es fühlt sich vielleicht träge und langsam an und so. Aber so ist das halt in dem Spiel. So, jetzt buffen wir uns hier vielleicht noch ein bisschen. Wartet noch kurz, Leute, bevor ihr reinrennt. Wir wollen ja noch nichts triggern. Hier noch kleiner Rüstungssaft. Noch eine kleine Pille. Keiner weiß genau, was das für chemisches Zeug ist, aber wir nehmen es einfach mal. Wurde uns verschrieben. So. Und vielleicht noch hier ein bisschen Energie. Damit der Balken auch wirklich voll ist. Ja, okay, hat nichts mehr gebracht. Auch Quatsch. Und dann würde ich sagen, let's go. Da sehen wir ihn gleich schon richtig wütend. Der Bariot übrigens ursprünglich nicht Teil von Monster Hunter World. Der wurde, glaube ich, in Monster Hunter 3, wenn ich mich recht erinnere, zum ersten Mal eingeführt.
und wurde jetzt mit dem DLC eingeführt. Und da geht's direkt ab. Ich lade hier erstmal ein paar Kanonenkugeln rein, während der da unten schon aufs Maul kriegt. Jeder tut, was er kann. Denn gleich können wir dann damit ordentlich Damage machen. Vorausgesetzt, er macht die Kanone nicht vorher kaputt. Was leider sehr häufig passiert. Geht noch eine? Ja, eine geht noch. Und der liegt auch gerade schon perfekt. So, wenn er jetzt aufsteht, kriegt er direkt die Kanone in die Fresse gerotzt. Und da geht's auch so. Jetzt! Nein! Wie schnell war er denn? Oh, voll reingerannt! Und noch mal eine! Scheiße! Okay, fuck it. Okay, egal. Jetzt wird gefightet. Geronimo! Und der schmeißt er mich direkt runter. Der ist schon aggro gerade, weil er schon ganz schön gut aufs Maul gekriegt hat. Und da wird er runtergeflasht. So sieht es nämlich aus. So, und ihr seht vielleicht diese Klinge unter der blauen Klinge. Ihr seht also unter dem Energiebalken, seht ihr so zwei Klingen. Die rote Klinge, das ist mein Katana, das ich aufladen muss mit so einer Combo. Da muss eigentlich nur der letzte Schlag treffen. Aber das will ordentlich getimed sein. Und dann, ich versuch's jetzt einfach mal, er steht hier ganz gut. Zack, zack, und einmal noch. Bam. Und jetzt seht ihr, hat die so einen weißen Rand gekriegt. Jetzt mache ich mehr Schaden. Und das kann man dreimal aufladen für Maximum Damage. Das will man natürlich relativ früh haben. Bats! Das ist auch neu jetzt mit der Klaue, dass man die schälen kann quasi. Oh, oh. Eieiei. Alter, guck mal, wie viel er reinhaut. Ich bin fast tot. Aber ich werde geheilt von meinen Jungs. Ja, ich bin gerade ein bisschen nervös, ehrlich gesagt. Das ist alles noch nicht. Alter. Ist auch schwer dabei zu reden. Nein, jetzt geht der letzte Schlag ins Leere. Alter, wie der reinhaut. Oh. Der ist natürlich auch hier in der Arena. Ja, nicht falsch. Wieso ist denn das Wheel schon wieder geändert? Meine Shortcuts stimmen nicht. Egal. Das ist eine Bariot-Attacke, wo er so einen Eiswirbelsturm macht. Wir wollen natürlich auch ihm den Schwanz hinten abhacken, dann kann man den nämlich carven. Da gibt es nochmal extra Materials. 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 Boah, mitten in die Fresse. Das war geil. Hat er gesehen, gehumpelt und dann ist er schön gegen die Wand gelaufen. Jetzt Schwert gelb. Ich arbeite mal hier weiter den Schwanz. Da liegt auch schon Material. Was auch ganz geil ist, seht ihr hier diese geilen Speere, die kann man natürlich auch benutzen. Dauert ein bisschen, bis die aktiviert werden können. Dann kommt hier ein Hebel raus. Aber wir können zum Beispiel hier jetzt auch mal ein bisschen Abwechslung reinbringen. Nehmen wir zum Beispiel mal hier die Ballista-Uni. Machen wir das hier rein. Oh shit. Mag er gar nicht. Okay, das hat nicht so viel gebracht. Jetzt kommt er wahrscheinlich, weil er sauer ist. Jungs, das ist krass, wie ihn gibt. Ich feiere das. Komm. Und ins Gesicht. Kurz das Material einsammeln, was da rumlag. Wir wollen ja nichts verlieren. Ah, jetzt ist er hoch. Haben wir eigentlich schon den Stein auf ihn gedroppt? Habe ich das verpasst?
Hier ist übrigens auch noch eine Kanone, mit der kann man auch noch ballern. Ich versuche jetzt mal auf ihn drauf zu. Shit, weit weg. Aha! Runtergeflasht. Wir müssen den Schwanz abpacken, Jungs. Guck mal, der Schalter ist da. Ich lock ihn mal hierher. Achtung. Komm. Komm. Trant glaubt ja, dass die automatisch kommen, wenn man seine Waffe schleift. Dass sie das riechen. Reicht das schon? Noch nicht drücken, noch nicht drücken. Jetzt, 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 jetzt. Warum nicht? Warum jetzt? Komm doch näher, komm näher. Ja, volle Kanne. Jetzt liegt da auch erstmal. Und jetzt kann ich auch nochmal meine Kombo durchbringen. Und zack. Und nochmal hoch. Baby. Zack. Der hat schon voll die. Der hat richtig keinen Bock mehr. Aber der braucht noch ein bisschen. Der hält schon was aus. Und wieder runter geflasht. Manche Flugviecher, Rathians oder Rathalosse, kann man, wenn sie in der Luft sind, eben mit einem Flashpod runterflashen. Es gibt halt ganz viele Items, die man benutzen kann. Alle haben irgendwie ihre Bewandtnis. Alle muss man einzusetzen wissen. Allerdings jetzt im Master Rank sind auch viele. Da ist der Schwanz ab. Da liegt er. Ups. Ich hab Angst. Ich hab mir jetzt so einen Heilbrunnen dahingesetzt. Ich treffe auch nichts. Und wieder mitten ins Gesicht. Sauber. Nicht während ich die Kombo mache. Warum haust du den jetzt ab? Jetzt den Schwanz carven, der beschäftigt ist. Was gibt's? Was gibt's? Ah. Flash. So, übrigens, man sieht da links auch natürlich die Energiebalken der anderen Spieler. Muss man eigentlich auch immer ein bisschen im Auge haben. Die sind jetzt hier alle gut genug, da muss ich mir eigentlich keine Sorgen machen. Aber es gibt so Lebenspulver, wenn man das benutzt, dann werden alle im Umkreis in der Nähe geheilt. Das ist manchmal schon wichtig, weil wenn sich ein Monster erstmal so ein bisschen auf dich eingeschossen hat, dann kann das auch mal sein, dass du irgendwie in der Ecke steckst. Und da kommst du nicht mehr raus und wenn dann keiner dich heilt, dann kann es auch mal sein, dass du halt stirbst. Ist jetzt nicht so schlimm, man kann auch sterben. Je nach Quest wird dir gezeigt, wie oft du sterben kannst, bevor der Kampf verloren ist. Also ich glaube, hier ist es jetzt dreimal. Das ist so Standard. Es gibt aber auch zum Beispiel Kämpfe, die haben dann ein Zeitlimit. Das heißt, man muss ein Monster dann in 15 Minuten legen oder man darf kein einziges Mal oder nur ein einziges Mal sterben. Das ist dann schon, wenn dann einer unachtsam ist. Shit, 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 shit. Dann bist du schon unter Druck. Weil wenn du dann nicht mehr sterben darfst, dann musst du echt auch ein bisschen defensiver spielen. Also das ist dann alles, das wirkt sich dann alles auch so ein bisschen auf das Ganze aus. Kombo durchziehen. Griff ich? Yes. Nein, doch nicht. Shit. Oh. Aber ihr seht, vier Leute
hauen hier von Sekunde 1 an ganz schön auf den Typen drauf. Der kann schon was wegstecken. Und das ist noch nicht mal, würde ich sagen, ein groß, also ist schon mittelgroß. Aber da gibt es noch ganz andere. Jetzt kriege ich die Kombo durch. Zack. Ist schön, wenn er so lange da liegt. Shit. Ich gehe ja kurz hier hoch, um meine Waffe zu schleifen. Kann ihn auch fangen, Falle auslegen. Könnte jetzt schon. Ja, warte mal, hier liegt doch was. Teilchen. Cortex. Einer drauf. Ist auch krass, wenn man so sich anguckt, wie die Monster mittlerweile hat er vorne seine seine Stoßzähne haben wir ihm schon abgeschlagen, seinen Schwanz haben wir ihn abgeschnitten. Seine Flügel sind gedamaged. Das verändert dann natürlich auch immer das Verhalten der Monster. Ich mach wenig Schaden. Jetzt auch alles. Eigentlich nur noch das Gesicht, was richtig viel Schaden nimmt. Aber der kann eigentlich nicht mehr. Da läuft ihm schon der Sabber aus dem Mund. Ich glaube, wir könnten ihn schon fangen. Versuch's mal. Ich leg eine Falle aus. Und da ist er gefangen. Das ging flott. Unser Bariot. Da haben wir ihn gelegt. Ich guck mal schnell, ob hier noch irgendwo Material liegt. Jetzt kann man ihn nicht carven. Also ist ein bisschen unlogisch eigentlich. Also nein, ist eigentlich nicht unlogisch, weil man will ihn ja sozusagen lebend haben. Und dann stöchert man natürlich auch nicht mehr in ihm rum. Aber man kriegt dafür dann auch ein bisschen mehr Ressourcen in, jetzt hier in der Box, in der Belohnung. 13 Minuten. Leute, das macht mir Spaß mit euch. So, mal gucken, was haben wir denn hier Geiles gekriegt? Haben wir irgendwas mega Geiles? Hier auf jeden Fall ein Steinchen. Ansonsten, ja. Ja, ein Hardfang ist auch schon immer ganz gut. Cortex ist auch gut, ist ja einfach so. Ja, nehme ich auf jeden Fall. Ne? So sieht das nämlich aus. Zack. Gucken wir mal, was wir hier für ein Steinchen gekriegt haben. Die kann man halt in Waffen und Rüstungen setzen. Die sind sehr selten, aber meistens auch Crap. Also da muss man lange farmen, bis man da die zusammen hat, die man gerne hätte. Der bringt mir zum Beispiel leider gar nichts, aber egal. So, jetzt gibt's Kohle, Belohnung. Man will ja, dass die Balken hochgehen. Ich bin jetzt Hunter Rank 50. So, dann gibt's hier noch mal so ein bisschen. Wir sind alle Support Allstars. Wir haben das Support Allstar Team geschafft. Sehr schön. Was halt auch noch mal besonders ist bei Monster Hunter, wir machen jetzt gleich kurz Werbung. Was bei Monster Hunter auch geil ist, dass jede Waffe spielt sich wirklich komplett fundamental anders. Also du wirst irgendwann verheiratest du dich mit deiner Waffe. Du lernst die Moves, du lernst, wie du mit der gehen musst, wie du mit der, du weichst anders aus, du kannst andere Körperteile damit angreifen. Manche sind stumpfe Waffen, die funktionieren anders als Schnittwaffen und so weiter. Es gibt Fernkampfwaffen, es gibt Mischungen, es gibt Schild und Schwert. Also es gibt alle möglichen Varianten. Jeder findet da was ihm am besten gefällt. Und es spielt sich wirklich komplett anders. Es ist wirklich, als ob du dann jedes Mal ein anderes Spiel spielst. Leute, wir machen jetzt mal ganz kurz Werbung. Ich schaue dabei mal, was wir als nächstes machen. Und ich fänd's cool, auch wenn es jetzt richtig geil war mit euch Jungs, wenn ihr drei jetzt mal nicht die Quest joint und den nächsten dreien irgendwie die Chance gebt, dass die irgendwie mal zocken können. Das wäre auf jeden Fall nice. So, jetzt machen wir kurz Werbung, dann geht's hier gleich weiter. Mit Monster Hunter.
Okay, Leute, willkommen zurück zum nicht ganz Dienstag, aber dafür habe ich heute mal die Chance, ein bisschen was zu zocken, worauf ich Bock habe. Und deshalb habe ich Monster Underworld gewählt. Iceborne heißt der DLC. Und der Server ist voll mit guten Jungs hier, die alle gejoint sind. Guck mal hier, da sind sie alle und winken. Ist das nicht toll? Einer hat sich gerade weggezaubert. Wow. So, und ich poste jetzt mal eine neue Quest. Ich habe mir überlegt, als nächstes machen wir mal. Ich bin halt im Master Rank noch nicht so hoch. Ich habe nicht alle Monster zur Verfügung. Man möge es mir verzeihen. Aber ich habe mir überlegt, was ich immer ganz spaßig finde, ist ein Diablos. Und ich habe noch keinen im Master Rank gemacht. Deshalb habe ich jetzt mal hier so eine Investigation gestartet mit dem Diablos. Da gibt es auch zwei goldene Belohnungen. Allerdings Failure Conditions, zwei Feints. Also, wenn zwei Leute ausgenockt werden, dann war's das. Also, Leute, die gut im Diablos knacken sind, bitte vor. Da steht gar kein Zeitlimit. Ach doch, da 50 Minuten, alles klar. Okay, Zeitlimit ist easy, aber wie gesagt, und dann nehm mich da auch nicht aus der Verantwortung. Diablos ist schon Master Rank, glaube ich. Ach, warte mal, scheiße, das ist nur für maximal zwei Spieler? Nee, das ist ja scheiße, warte, dann. Das. Ich habe noch einen anderen Diablos irgendwo gesehen. Hier. Das ist für vier Spieler. Okay, und hier können wir auch dreimal sterben. Alles gut. Nehmen wir den, gibt es zwar weniger Belohnung, aber scheiß drauf. So, also Diablos it is. Quest ist gepostet. Und Diablos macht immer Spaß, finde ich. So, jetzt muss ich mal selber in meine Notizen gucken, weil das schon ein Weilchen her ist. Habe ich überhaupt geilen Scheiß gegen den Diablos? Hier sind meine. Eis. Eis ist gut gegen ihn. So, Maya, Auron, ein Platz ist noch frei. Void, Auron, Maya und ich. Das finde ich cool. Das ist eine neue Kombo. Ich muss hier mein Equipment ändern. Denn gegen einen Diablos brauche ich wieder ein bisschen mehr Feuerschutz. Ja, man kann die Loadouts natürlich auch speichern, aber das habe ich jetzt nicht gemacht, weil das eh nicht mein dauerhaftes Equipment ist. Eis ist halt jetzt die Frage. Was mache ich denn wegen Eis? Ich habe noch keine geile Eiswaffe. Leute. Ich habe gar keine Eiswaffe. Wie kann das eigentlich sein? Ich will mal ganz kurz gucken, ob ich nicht was bauen kann. Kann ich jetzt noch zum Schmied? Bin gleich bei euch. Ich will nur ganz kurz gucken. Nicht, dass ich jetzt hier eine geile. Kann man vom Bariot müsste ich doch mittlerweile auch mal mittlerweile. Was bauen können. Was haben wir denn hier? Der Bariot Tree. Ja, der hat nämlich Eis. Amber Tooth. Ist ganz geil. Rarity 10. Aber dafür brauche ich die Scheiße hier. Vom Tsitsiyaku. Wer hat denn die? Hier doch niemand. Kann ich nicht bauen. Dafür müsste ich jetzt erstmal Tsitsiyakus farmen. Shit. Ja. Hätte ich eigentlich vorher machen müssen. Okay, fuck it. Ich kann jetzt nichts. Eine Sache. Vielleicht gibt es noch. Gibt ja noch mehr Eiswaffen, ne? Wasser. Nee. Da. Vom Legianer, ja, vergiss es. Ich habe viel zu wenig Legianer gemacht. Das ist der Legianer-Tree. Da müsste ich jetzt Legianer
farmen. Also ihr seht, es ist gar nicht so einfach, um an eine geile Waffe zu kommen, muss man eben dann auch entsprechend die Monster legen. Bariot generell gut für Eis, aber der hat keinen eigenen Tree, das heißt, da muss ich erst noch einen anderen, was anderes ausbauen. Wieso denn Blitz, lieber Chat? Ich habe doch gesagt, der ist schwach gegen Eis. Der Diablos ist doch schwach gegen Eis. Blitz hätte ich ja. Nee, Eis. 2 Sterne für Wasser und 2 Sterne für Dragon. Nee, dann nehme ich meine Wasserwaffe. Ich hoffe, dass die sich jetzt besser schlägt als ist meine Kiste? Also, andere Richtung. Als eben. So. Change Equipment. Andere Waffe. Ja, die Vorbereitung ist das halbe Spiel bei diesem Spiel. So ist das. Also, mal ganz kurz. Was ein bisschen doof ist, ich habe jetzt meine Shortcuts stimmen gerade nicht. Das ist im Zweifelsfall nicht so geil, aber das mache ich gleich. Ich will die Leute hier nicht so lange warten lassen und euch natürlich auch nicht. Essen wir noch schnell was. Und los geht's. So. Was sagt Chat? Schimpft ihr wieder mit irgendwas? 2 Basil Juice, ja. Basil Juice macht auch Spaß, aber 2 auf einmal ist dann schon blöd. Ede hat halt kaum Erfahrung in Monster Underworld, ja. Klar, was weiß ich schon. Ich bin halt einfach dumm. Letzte Woche hat Tran Gunlands gespielt. So, dann legen wir mal los. Ich hoffe, ich habe an alles gedacht. Überleg. Aber eigentlich. Hier leider noch keine Tail Rider. Es gibt ja jetzt diese Möglichkeit auf. Schau mal, wie geil das aussieht hier. Check das doch mal aus. Oh, jetzt habe ich runtergeworfen. Mieses Schwein. Was soll ich jetzt sagen? Ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Ich kann hier noch nicht diesen Viechern rumlaufen. Also du kannst ja jetzt so quasi auf Tail Rider draufspringen. Das sind sozusagen Mounts. Kannst aber nicht selber steuern. Das sind so kleine Taxis. Habe ich aber hier noch nicht genug Affinity oder wie auch immer das funktioniert mit denen gesammelt. Deshalb muss ich jetzt hier erstmal zu Fuß hingehen, während die anderen wahrscheinlich alle schon längst da sind und auf den draufkloppen. Barot. Ja, ihr kriegt jetzt übrigens. Ihr kriegt übrigens Besuch, wie es aussieht. Er ist vermutlich schon in seine Höhle. Nee. Nicht mehr. Okay, ist unten. Kann es sein, dass ich komplett falsch laufe? Wieso zeigt er mir denn den... Da ist er doch. Nee. Da.
Ey, sag mal, wo ging's denn hier nochmal runter? Hier, da. Mann, ey. Sieht doch alles gleich aus hier. Da ist er, Diablos. Geiles Teil. Guck mal, die haben ihm schon ein Horn runtergeklopft. Jungs. Alter, guck mal, eine Berührung, zwei Drittel Energie weg. Geil. Shit. Geiles Teil, kann sich hier durch schön durch die Erde graben. Kann man auch den Schwanz abpacken übrigens. Boah, wie nervig oft der sich eingrebt. Du wolltest zu mir, ne? Okay, hier hast du mich. Shit. Das war ja nice. Was war das denn? 1200 Schaden? Das war ja übernice. Wie hat das denn gemacht? Kriegt der auf die Fresse, ey. Ach, fick. Das war natürlich auch ein bisschen... Ah, jetzt nicht auf mich, jetzt nicht auf mich. Ich bin doch so nett. Und hau dich kaum. Keine Shortcuts, deshalb suche ich meine Mega Potion im Menü. Das ist immer unangenehm. Kann man den eigentlich, ich weiß es, ach, kann man den mit Screamer Pots? Es gibt so besondere Munition. Kann man den damit eigentlich, wenn er sich eingrebt? Alter. Hat das auf mich abgesehen? Kann man damit den aus der Erde rausholen eigentlich? Oh, wieso denn immer auf mich, Alter? Wir sind noch drei andere. Okay, jetzt bin ich dizzy, weil ich zu oft aufs Maul gekriegt habe. Bin ich stunned. Boah, eingeschlafen. Wartet, 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 wartet. Ready? Los. Bam. Vier Fässer. Das war richtig schön. Wir haben ihn, während er geschlafen hat. Irgendeiner hat, glaube ich, eine Waffe mit Schlaf-Dings drauf. Er ist eingeschlafen, haben ihm schön die Fässer hingelegt. Denn dann gibt's richtig Damage, Damage. Kann nicht reden. Und gleichzeitig ein Diablo losverhauen. Kann nicht reden. Es geht nur reden. Oder Damage, Damage. Aber nicht beides. Boah, wieder 1500. Wer von euch macht denn hier diese krassen... Wer macht denn hier die krassen... Scheiße, Alter. Guck mal, ich hau hier für 72 rein. Irgendeiner hat hier schon... Was ist los? Und schon wieder liegt er.
Meine Fresse. Macht das Bock, mit High Level zu spielen? Der kriegt ja nur auf den Sack. Ist das schön. Guck mal, wie sauer er jetzt ist. Wäre ich an seiner Stelle auch. Wenn man so dick auf die Fresse kriegt, der verpisst sich hier aus seinem eigenen Schlafzimmer. Da musst du echt denken, fuck. Stell mal vor, wenn du aus deinem eigenen Schlafzimmer flüchtest. Immer schön alles mitnehmen. Hat der jetzt gegen die Wand gerannt? Das habe ich nicht gesehen, dass er gegen die Wand gerannt. Ich habe das ehrlich gesagt, hat mir das nur Trant erzählt und ich habe es in seinem Video gesehen, dass du halt den irgendwie so besteigen kannst, dass er in die andere Richtung rennt und dann mit dem Kopf gegen die Wand und so. Aber ich habe das echt gesagt, habe ich das noch nicht so souverän hingekriegt, dass ich das wirklich gezielt einsetzen könnte. Ja, natürlich auf mich, weil die auch immer genau wissen, wer gerade einen Trank zu sich nimmt. Wenn du irgendwas Sinnvolles machst, kommt der 100% zu dir. Also sinnvoll für dich, nicht fürs Team unbedingt. Dann wird er nicht zu mir kommen. Ja, da... Ich den Krater hinterlassen. Ich verstehe aber nicht, wieso ich so viel Damage nehme. Ich meine, ich habe doch auch eine Anjanant Master Rank Rüstung, wieso... Verliere ich denn einen halben Energiebalken bei Berührung? Das ist doch unverhältnismäßig. Wie seht ihr das? Oh, ey, zwei Schläge und er rennt weg. Das ist super nervig. Guck mich natürlich nie bekommen. Meine Fresse. Dankeschön. Mitgegeben. Rumzappelt. Wo ist er? Geht wieder in sein Schlafzimmer, ne? Jetzt geht er hoch. Ja, man kann hier auch übrigens mit Geralt spielen. Es gibt hier eine schöne Witcher-Quest. Habe ich aber auch noch nicht gemacht. Mal so angefangen. War selber erstaunt, als plötzlich der Witcher vor mir stand. Wenn es einer gemacht hat, kann ja mal sagen, ob das was bringt. Och, guck mal, hier ist ein Anjanat. Turf War. Guck mal hier. Nicht geil. Boah, jetzt hier, guck mal, die kämpfen gegeneinander. Was ist hier gerade alles los? Hey, der kämpft, der spuckt mich an. Warum denn mich? Ich guck doch nur zu. Was willst du denn jetzt hier? Seitenflanke rasiert. Da ist einer auf ihm drauf.
Oh, hier, seht ihr mein Schwert breit ab? Das ist zu stumpf. An dem fetten Kolben da hinten an seinem Schwanz. Falls ihr euch fragt, warum der ein Bengalo im Arsch hat, das hat ihm mal einer hingeschossen. Alter, volle Kanne. In den Rhein gedonkt. Okay, ich verpiss mich. Tschüss. Oh. Ich verpiss mich offensichtlich nicht. Wir haben immer noch nicht seinen Schwanz, Leute. Just saying. Will nicht kleinlich sein. Ihr macht das ja echt gut, aber... jetzt hier nicht einfach ihm alle seine Körperteile selbst überlassen. Alter. Und wieder gegen die Wand gedonkt. Da ist der Schwanz. Schön auf den Schwanz drauf. Gleich fällt er ab. Oder ist da noch einer was da? Oh Gott. So, jetzt ich aber auch mal auf den drauf. Oder auch nicht. Jetzt bin ich drauf. Endlich. Ich gehe hinten auf den Schwanz. Immer noch drauf. Ich will auch auf den Schwanz. Wieso komme ich nicht auf den Schwanz jetzt? Seht ihr, wie ich da reinstacher in seinen Schwanz? Geht's noch weiter nach hinten ein. Jetzt. Nein! Wieso? Bevor ich den Move ansetze. Warum kommt denn der jetzt? Okay, jetzt geht's ja aber richtig ab. Alter. Und ich bin immer noch der Böse, oder was? Karawane zieht weiter. Ist er wieder in sein Schlafzimmer? Oh ja. Hey, da bist du ja, Johnny. Alter.
hast du denn hier? Die kann man auch, die kleinen Creeps kann man auch benutzen, um sein Schwert abzuleveln. Siehe hier. Insofern gar nicht so dumm. Da schläft er. Ich habe keine Fässer mehr. Hat noch jemand Fässer? Mal hier, er lädt den Hammer auf. Jetzt gibt's gleich ordentlich eins auf die Glocke. Und noch ein paar Bömpchen geplantet. Bautzel. Richtig schön auf die Banatzel. Jetzt geben wir ihm den Rest, Leute. Ach shit, der Schwanz. Das gibt's doch nicht. Ich mal langsam abfallen, das Ding. Manchmal hat man sogar wirklich ein bisschen Mitleid mit den Monstern. Klingt bescheuert, ist aber wirklich so. Weil am Anfang sind die so stolz. Ah, okay, wir haben den Schwanz nicht gekriegt. Ist egal. Aber am Ende sind die wirklich einfach so runtergeprügelt. Kann man schon manchmal ein bisschen Mitleid haben. Ja, wieso nicht capturen? Weil wir den Schwanz wollten, Capru. Und deshalb haben wir ihm immer schön weiter auf seinen Rüssel gehauen. Aber leider haben wir ihn vorher gelegt. Guck mal hier. Da liegt er. Der Arme. Aber wir machen es auch nicht gerne. Wir machen es, weil wir müssen. Weil wir Jäger sind. So. Nice. Das ist DLC quasi, weil das Master Rank ist. Ist jetzt zwar nicht die neue Landschaft, aber wir können auch gleich nochmal in die Eiswelt gehen. Gar kein Problem. Eddie ist der mit dem kleinsten Level in der Gruppe. Ja, Leute, Eddie ist auch der Einzige mit zwei Kindern zu Hause, ihr kleinen Trolle. So. Diablos. Baystone, Slogbone. Ich behaupte mal, in der Klasse von meinem Sohn, wenn ich da zum Elternabend gehe, bin ich der krasseste Monster Hunter-Spieler im gesamten Raum. Dann nehme ich es mit jedem anderen Daddy im Klassenraum auf. Plötzlich kommt Trant so rein. Was, Trant? Du hast Kinder? Nein, Quatsch. Die gute alte Familienausrede, diese krasse Ausrede. Jeder weiß ja, dass Kinder keine Zeit kosten und man genauso viel zocken kann wie immer. Das ist nur eine dumme Ausrede. Oh Mann, Leute, was ihr manchmal schreibt, ey. So, der Chat kann jetzt mal hier ein paar Vorschläge machen, was ich zocken soll, also gegen wen ich kämpfen soll. Ja, ich habe leider auch gar nicht so große Auswahl. Ich müsste erstmal eine Story-Quest machen, Brachidios, hätte ich Bock, aber kann ich noch nicht auswählen. Ich glaube, es bringt auch nichts, wenn ein anderer das wählt, weil ich da noch nicht joinen könnte. Ich weiß nicht, vielleicht kann ja einer einen Brachidios-Quest mal aufmachen und mal gucken, aber ich habe den noch nicht. Ich bin noch nicht im DLC weit genug. T-Grex auch nicht. Okay. Good to see you. Good to see you. Guck mal, ob einer was aufgemacht hat, was Interessantes, wo ich joinen kann. Hier haben wir Investigations. Was ist das? Namiel? Was ist denn das? Muss man Master Rank 20 sein? Kann ich gar nicht mitmachen. Aber interessant. Namiel sagt mir gar nichts. Aber kann ich auch leider gar nicht mitmachen. Hat jemand was? Ich bin ja nur Level 7 im Master Rank bislang.
Könnte jemand von euch bei meiner Story-Quest mitmachen? Was haben wir denn hier noch? Angebot. Ein Ratian. Was haben wir hier im Master Rank? Ein Legianer, das wäre ja schon mal nicht so schlecht. Uragan. Was ist denn hier mit dem Legianer? Der ist allerdings auch wieder nicht in der Eiswelt. Muss es jetzt Eiswelt eigentlich sein? Ja, ich müsste eigentlich mal. Ich guck noch mal, was hier gepostet wurde gerade. Ich hab's doch am Glöckchen gehört. Das hier. Was ist denn Glavenus? Ja, ey, komm, dann nehmen wir das mal an. Ich komm da mal dazu. Steigt mal hier ins Spiel beim Void. Glavenus. Oh, ist das ein Zweier-Quest gewesen? Nee, ist ein Vierer. Ich habe keine Ahnung, was ein Glavenus ist, ehrlich gesagt. Da würde ich doch direkt mal kurz mal gucken, dass ich mir die richtige Waffe nehme. Wie heißt der Typ? Glavenus? Ein neues Monster für mich. Da bin ich mal gespannt. Und er hat eine Schwäche gegen Wasser. Okay, da kann ich auch beim Equipment direkt bleiben. Dann esse ich nur schnell noch eine Kleinigkeit hier. Das wird doch mal interessant. Ja, auch mal gucken, wie das zubereitet wird. Das kleine Kätzchen hier. Unser kleiner Palico. Der Käse. Es muss sein, es muss sein. Leute, man weiß nie, wie lange es gut geht. So, einmal noch an die Kiste, das Equipment-Checkhorn. Ich überlege nur, ob ich... Nee, passt schon. Passt, Joe. The fuck did I just watch? Lipton, kann ich sehr gut nachvollziehen. Diesen Moment wirst du aber bei Monster Hunter einige Male haben. Finde dein Zen. Zen. Ich bin gespannt, was das jetzt für ein Vieh ist. Sagt mir noch gar nichts. The Wing Drake's in a frenzy. Hm? Ein Glavenus. I smell something wild nearby. Oh, nice. Ich verstehe nicht. Das ist so scheiße sortiert bei mir. Ich ärgere mich gerade selbst. Dieses Durchscrollen durch das... Wo muss ich denn hin? Kennt hier nix. Scheinwerfer haben, jetzt ist es dunkel, ich sehe kaum was. Ja. Ich glaube, ich bin richtig. Liebe Regie, können wir Werbung nach dem Kampf machen? Das habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht drauf geachtet. Okay, geil, Paul. Hey.
Gib mal ein bisschen Liebe für die Regie, Leute. Es ist spät. Dienstag. Ein paar Herzen. Für die Late-Night-Crew heute. Wo müssen wir lang? Wo muss ich lang? Ich hab. Ah! Warum schreit ihr mich an? Ich hab die Orientierung verloren. Was machst du? Ich laufe in die falsche Richtung. Ja, doch nicht. Das ist gut. Durch Spinnennetz, wie eklig. Da sind sie ja schon. Oh, da ist es. Alter, was ist denn das? Der sieht ja mega geil aus. Der hat einen glühenden roten Schwanz. Boah, wie krass, Alter. Und was eine Reichweite. Boah, der ist ja geil. Den müssen wir auf jeden Fall den Schwanz abhacken. Da können wir bestimmt was Nices mitbauen. Guck mal hier, ich hack direkt rein. Weil er sieht ein bisschen aus wie Godzilla, oder? Ja. Viel lieber. Was macht er jetzt? Bats! Der lädt sich auf und dann macht er so einen Rundumschlag. Und einen Slam. Ein echter Jäger hat natürlich überhaupt keine Angst vor so einem Vieh. Wir sind die Beschützer von Seljana. Immer drauf auf die Fresse. Ah, unterbricht er die Kombo mit seinem Scheißschrei und ich treffe wieder nicht. Hat er was gedroppt? Hat er was gedroppt? Like it's hot? Nope. Old Turf War oder was? Was ist hier los? Was? Während die anderen draufprügeln, kurz Untersuchungen machen. Wichtige Proben einsammeln. Und dann kurz das Schwert rausholen und ihm in die Fresse hauen. Gar nicht so schwer. Manche sehen schlimmer aus, als sie sind. Oh shit, ich komme nicht durch. Ich prall ab am Schwanz. Das ist halt diese Scheiß- Yuritados Schwert, das ist einfach nicht geil. Alleine ist der echt nervig, ja, das glaube ich. Aber alleine sind fast alle. Eieiei. Jetzt hat er mich aber hier erwischt. Alleine finde ich viele Monster nervig, weil die sich dann natürlich ausschließlich auf dich konzentrieren. Während man mit, wenn man mit mehreren spielt, ist er halt immer abgelenkt und man kann immer mal so ein paar Schläge landen. Und da ist er drauf, auf den Schwanz! Ich gebe Schwanz an meine Fans! Immer da rein, stab. Zack, zack, zack. Du schüttelst mich nicht ab.
Okay, jetzt. Mach doch endlich. Ich bin immer noch drauf. Nein, ich hab's abgebrochen. Ich voll Spacko. Oh, ich muss mein... Ich komm nicht mehr durch. An der härtesten Stelle bei ihm. Aber man kann tatsächlich, wenn das so abprallt, also wenn man quasi mit einer stumpfen Waffe zuschlägt, kann man auf jeden Fall auch ganz gut Parts abbrechen. Auch wenn das hier natürlich jetzt ein bisschen peinlich ist, hier abzubrechen. Liegt ja nur auf dem Boden, ey. Och, wieder. Ist man durchgekommen. Das sammle ich doch gerne ein. Glavenusschad. So, wir nehmen natürlich die Witterung wieder auf. Da ist er auch schon. Geiler Sprung vom Jagras direkt auf ihn drauf, wie ein fucking Hunter. Oh oh. Das findet er nicht geil. Mega. Keine Earplugs. Super ausgewichen. Oh, dieser Riesenschwanz. Der hat auch schon ganz schön lädiert. Zack. Und da liegt er auch schon wieder. Das wüsste ich ja gerne mal. Wieso liegt der dauernd? Jetzt ist der Schwanz wieder glühend. Boah. Nicht getroffen. Ganz schön wild. Jetzt auch noch im Dunkeln und beim Regen. Manchmal gar nicht so leicht, die Übersicht zu behalten. Aber ich wäre kein Profi. Ich nicht immer genau wüsste, was ich tue. Und da hat er wieder richtig Damage genommen. Leute, ihr seid so krass. Ich bin ein bisschen neidisch. Aber gleichzeitig finde ich es auch richtig geil. So, jetzt hole ich mir hier erstmal meine letzte Stufe von meiner Combo. Zack. Schon wieder Material. Ah, und da ist jetzt wieder hart. Ah, okay, wenn der Schwanz glüht, ist er weich. Wenn er nicht glüht, dann ist er nicht weich. Ach, ihr wollt ihn fangen. Stell ich mich mal hin und schleif mal schön. Kommt er bestimmt. Ah, da liegt er schon. Und gefangen. Ja, nice. Glavenuss. Nicht schlecht, Leute. Kannte ich noch nicht. Fand ich geil. War ein nicer Kampf und der sah auch richtig cool aus. Nice. Hä? Hat er gerade der Witcher gesprochen?
Rapture gehört. Das ging ja richtig schnell. Guck mal, 11 Minuten nur. Ist der gar nicht krass, oder was? Boah, geil. Guck mal, hier auch seinen Mantel gekriegt. Okay. Sammle ich alles mal schön ein hier. Nicht schlecht. Okay, Pathbreaker ist geil. So, das habe ich jetzt kurz mal ein. Und dann machen wir jetzt mal kurz Werbung. Das ging ja doch schneller als gedacht. Und dann muss ich mal gucken. Ich glaube, ich werde dann jetzt gleich nach der Werbung mal die Story-Quest kurz weitermachen. Ich weiß nicht, ob da jemand von euch dann mitmachen kann. Das checken wir gleich mal aus. Aber nur so komme ich dann auch im Rang höher und kann dann eben auch mal andere Monster präsentieren. Ja? Das machen wir gleich nach der Werbung. Okay, Leute, herzlich willkommen zurück. Heute zum Dienstag ohne Bzzn. Und deshalb spiele ich heute Monster Underworld Iceborne, weil ich da Bock drauf habe. Und auf dem Server sind ganz viele von euch, haben gejoint. Wir haben schon ein paar Quests gemacht. Und jetzt werde ich aber erstmal wieder solo, zumindest erstmal meine Story weiterverfolgen, weil nämlich es ist ja so. Wie ist es denn eigentlich? Warum habe ich das denn? Weil ich dann einfach sonst nicht im Hunter-Rank hochkomme. Ich gehe jetzt mal hier einfach auf die. Achso. Meine normale Quest. Und dann gucke ich mal, vielleicht können ja dann Leute joinen. Ich weiß gar nicht, ob das geht. Ich kann sonst nur eine SOS-Flare, glaube ich, noch. Warte mal. Warte mal, wo muss ich denn eigentlich hin? Da. Ancient Forest. Ja, mal gucken, was da jetzt mich erwartet. Ich habe keine Ahnung, das ist jetzt quasi Story. Und meistens haben wir jetzt irgendeine Zwischensequenz oder so. Und dann ein Monster. Und da müsste es eigentlich schon gehen, dass ihr joinen könntet. Aber ich bin mir nicht sicher, wie das abläuft jetzt, ehrlich gesagt. Sehen wir jetzt gleich. Aber es hat mir auf jeden Fall krass Bock gemacht. An der Stelle schon mal Kompliment an alle, mit denen ich gerade schon ein bisschen gebattelt habe. Das hat richtig Spaß gemacht. Ihr seid natürlich krass gut. Und ich bin gegen euch ein stinkender Noob. Aber es macht einfach Spaß. Und es ist schön, da Trant ja nicht mehr antwortet auf meine WhatsApp-Nachrichten, suche ich dringend neue Monster-Hunter-Freunde. Ihr seid alle meine besten Freunde jetzt. Okay, was haben wir hier? Wenn ein Elder-Dragon so powerful ist out here, there's going to be some evidence of it. Some sort of change. Like monsters we've never seen before coming out of the woodwork. Das ist doch alt, das kenne ich doch. Das ist doch der Anfang von der Witcher-Quest, oder nicht? Was ist das hier? Ich bin mir nicht sicher. Irgendwie kommt mir das bekannt vor. Ja, was denn jetzt? Stehen bleiben oder gehen? Velkana. Nee, doch, das kenne ich nicht. Velkana sagt nichts. Huh? Wait a second. These tracks are... This is... Is this what I think it is? What? Schon geil aus, Leute. These gashes... There's no mistake. It's here in the new world. Huh?
So, als Jäger muss man natürlich die Spuren sammeln. Je mehr man von den Spuren sammelt, desto mehr findet man über das Vieh hinaus, heraus. Was labert er? Das war null hilfreich. Something has begun to stir? We may be standing on the precipice of something big, partner. Ich fürchte es auch. Da ist doch was. Doch nicht. The air feels charged. Hey. This Abtanoth was... Ich fühle mich beobachtet. It's still warm. Spikes, are they from? Was ist das? Narkaguga. Wow! Und Radjan. Was ist denn jetzt los? Mögen sich nicht, Leute. A Nargacuga. We're the first ones to spot one in the new world. Let's head back and share the news. Okay. Sie freut sich immer so, wenn neue tödliche Monster gesichtet wurden. Okay, aber das heißt, dann muss ich jetzt wahrscheinlich beide oder was? Gespannt, was jetzt kommt. Die Ladezeiten, Monster Hunter, da gewöhnt man sich dran. Das ist leider so. Dafür ist dann innerhalb des Spiels nichts mehr. Das war früher auch anders. Wenn du dann die Gebiete gewechselt hattest, hast du dann kleine Ladezeiten gehabt. Das hast du jetzt nicht mehr. Dafür hast du eben vor der jeweiligen Map oder vor der jeweiligen Mission immer ein bisschen Ladezeiten. Aber ey, wir haben noch Zeit. Das ist auch immer ganz gut, um mal ein bisschen runterzukommen. Bisschen zu entspannen. Wenn ich ganz kurz die Fußballergebnisse zu checken. So, you found what looked to be traces from Velkana in the ancient forest. Then you spotted a Nargacuga, a species that has never been seen in the new world. And to add on to that, we just received a report that a Glavinus was spotted in the Wildspire Way. What do you make of this situation? Huh? Me? Hmm. Well, the last time we saw sudden changes in the environment, it was because of the Elder Crossing, right? I think it's likely that some kind of external factor is causing the changes this time, too. And that's what must have led to the Nargacuga and Glavinus going berserk. And what do you think? I agree with the Chief. I think we'll be seeing a lot more species come out of hiding soon, just like the Nargacuga did. You've got good intuition, the both of you. Now then. We need to look further into these newly active monsters and search for more traces of Velkana. I want you to investigate the Nargacuga and Glavinus.
Okay. Our targets are Nargacuga and Glavinus. Let's keep an eye out for Belkana tracks while we're at it. Erstmal gehe ich wieder zurück. Ins Hub. Ich komme zu euch zurück, Leute. Guck auch mal hier so ein bisschen, gucke ich mal in den Superchat rein. Was geht bei Twitch? Was geht bei YouTube? Wo sind die cooleren Leute, Leute? Und warum? Ich habe mir sagen lassen, die attraktiveren sind bei Twitch. Einfach mal irgendwas. Um ein bisschen Feuer. Ihr habt alle noch Bock, Dashi, das freut mich. Hier, Twitch geht ab. YouTube ist schon so ein bisschen am Einschläfern. Ja? Und Twitch Bitches say yo. Twitch hat keine Hebel, das stimmt, YouTube. Das ist. So, hier sind wir wieder im Hub. Übrigens habe ich gesehen, hier, da seht ihr Brot, der hier auf dem Server ist. Warte mal, der ist richtig krass. Guck mal hier, wo ist er denn? Hunter Rank 500, Master Rank 145. Digga, das Spiel ist ja erst seit 2 Wochen raus. Das ist auf jeden Fall schon eine Ansage, würde ich mal sagen. Ist ja gut. So, mal gucken, was ich jetzt. Kann ich schon irgendwas Geiles Neues posten in der Story? Aha, hier sind die 2 neuen Quests. Glavinus hatte ich eben, deshalb mache ich jetzt den Nargacuga. Poste ich. Ihr könnt mitmachen. Let's go, Leute. Der sieht eigentlich aus wie ein Bariot ein bisschen. Nur nicht in weiß. Mal, was ich da am besten anziehe gegen den. Was sagt das Wiki? Okay, er macht Giftangriffe. Eine Schwäche für Feuer und Donner. Thunder. Oh, guck mal, Brute ist am Start jetzt. Der Ultra-Killer. Da brauche ich ja gar nichts machen. Brute! Wird jetzt alles zernichten. Hunter Rank 500. Habe ich noch nie mit jemandem so hoch gespielt. Erstmal neue Waffe. Nicht wahr? Und zwar nehmen wir. Was habe ich gesagt? Gegen was ist der schwach? Donner, ne? Donner und Feuer. Was habe ich denn hier an Donnerwaffen? Dragon, Fire. Ich hatte aber eine Donnerwaffe da. Nämlich das Kadachi Daito. So. Poisonange. Ich habe halt nichts, was gegen Gift hilft. Das ist leider. Ja. Da muss ich jetzt durch. Egal. Achso, shit. Noch meine. Wo die Items habe ich ja gar nicht benutzt. So, noch kurz was mampfen. Dann geht's los. Wir haben noch 24 Minuten, Leute. Das wird unser letzter Fight. Brute, ich will was sehen. Das ist deine große Chance. Ja, ey, Trant ist in einer anderen Welt. Das Krasse, muss man ja auch noch mal sagen, an Trants Hunter Rank 800 ist ja, dass er ja auch noch Monster Hunter, wie hieß es, was gerade für die Switch noch rausgekommen ist? Monster Hunter Legend? Wie hieß es? Das hat er auch noch bis zum Abwinken gezockt. Und Monster Hunter Tree und alle anderen Monster Hunter auch. Der hat ja schon auf der PSP die alten Dinger gezockt. Generations Ultimate, genau. Also, das ist, wenn man mal zusammenrechnet. Dann kommt man da schon auf ein paar Stündchen Monster Hunter, glaube ich, ne? Trant. Aber ey,
wenn es dir Bock macht, wenn es Spaß macht, warum sollte man dann was anderes zocken? Ich finde es ja geil, wenn man so eine Leidenschaft für ein Spiel hat. Ich meine, viele World of Warcraft-Spieler oder so kennen das ja auch. Und in dem Sinne ist Monster Hunter nicht so weit weg von einem MMO, finde ich. Es ist halt ein einziger Grind. Es ist halt skilliger. Die Spuren auch lesen. Spuren lesen kann ich auch ohne euch. Ja, Reinigungsbooster habe ich jetzt nicht, ich habe aber Anti-Gift. Habe ich auf jeden Fall mit. Reinigungsbooster wäre eigentlich eine gute Idee gewesen, aber habe ich jetzt nicht dran gedacht. Was ist los? Junge! Ey, bist du bescheuert? Geh ich eben zu Fuß. Hat er sich's anders überlegt? Hat er Schiss gekriegt oder was? Kann es sein, dass wir dem falschen Monster folgen? Bin ich eigentlich der Einzige, der falsch oder der Einzige, der richtig läuft? Da ist Brot. Dem laufe ich einfach hinterher. Der wohnt hier. Ich kann mit den Bäumen hier sprechen. Und da ist er doch schon. Schon kriegt er auf den Schwanz. Okay, das ist quasi ein schwarzer Barrier, sehe ich das richtig? Oh, kriegt er aufs Maul wieder. Man hört es nur so scheppern. Viele Fernkämpfer hier, wie es aussieht. So, jetzt gibt's aber auf den Sack hier. Kombo zu spät gestartet. Ich triff doch wieder nicht. Ich wusste es. Ich hab so schlechtes Timing. Zack und zack und zack. Zack, zack, zack. Leute, ich will Schwänze sehen. Abgehackte Schwänze, meine ich. Beim Diablos haben wir es schon vergeigt. Wieder gegen Baum gelaufen. Genau so. Halleluja, kriegt der auf den Sack. Eieiei, das hat aber gesessen. Der wehrt sich ja gar nicht mehr. Ist ein bisschen schade, dass man jetzt nicht so easy auf die Perspektive von den anderen schalten kann. Es wäre bestimmt auch mal schön zu sehen. Wie so ein Armbrustspieler oder
Wenn ich nicht Doppelklingen weiter das macht. Wir haben, glaube ich, eine Gunlance haben wir noch, ne? Oder was? Ich hoffe, ihr könnt überhaupt was erkennen zu Hause. Es ist sehr dunkel. Hä? Shit, ich habe überhaupt nicht auf die Energie geguckt. Ich sag's noch, ich hoffe, ihr könnt was sehen. Ich habe nur noch wild rumgeschlagen und habe völlig vergessen, auf meine Energie zu achten. Oh, ich dachte, ich komme heute mal. Oh, wie schade. Das ist ja unangenehm. Ich meine Energiebalken so lame. Ja, das tut mir ein bisschen leid, das war jetzt so nicht geplant, aber da habe ich mich so ein bisschen ablenken lassen. Berauschen lassen, möchte ich fast sagen. Aber das passiert dem besten Jäger mal, da ist er ja schon. Ich reite jetzt mit ihm, weil ich will natürlich im Laufen. Okay, er will gar nicht. Klingt aber noch nach einem anderen Vieh. What the hell? Ich sag's noch. Aber warum bin ich jetzt eigentlich so schnell gestorben? Habe ich so viele Schläge abgekriegt? Ich hab's wirklich überhaupt nicht mitgekriegt. Ich war völlig im Laberflash. Und hab nicht mitgekriegt. Oh, da ist der Anja nah. Der beißt sich da gerade, glaube ich, auch mal rein. Der will abstauben. Lass mich. Sehr sinnig, den Health Booster jetzt hier hinzustellen. Ja, war ein sehr guter Booster, ich weiß. Richtig dumm war das, ist egal. Ist jetzt nicht so, als ob er von mir so krass gebraucht wird. Ich hab den geilen Jump gesehen. Ich nicht treffe. Dieses Sliden ist überhaupt die geilste Erfindung von allem. Oh, okay, deshalb bin ich so schnell gestorben, weil der ganz schön viel Energie abnimmt. Die Geräusche sind auch geil. Dieses, habt ihr das Knattern eben gehört? Wie der Predator? Mann, ey. Der rote Augen, das ist nicht förderlich. Weiß nicht, was es ist, aber immer wenn ein Gegner rote Augen hat, ist meistens scheiße. Jetzt sieht er Sternchen.
Also eigentlich sieht er gerade gar nichts. Bam, bam, bam. Wenn er so wild um sich schlägt, ne? Fuck. Wieder den Schwanz nicht gekriegt, aber ihn derbe schnell niedergeknüppelt. Ach, ich hab den gefangen. Naja, gut. Das war echt schnell. Ich sag 11 Minuten. 10:38. Krass. Ja gut, so ist das halt immer mit neuen Spielen. Ne? Ja, ist schon ganz geil, Leute. Ist schon ganz geil. So. Was haben wir hier? Hardfang. Okay. Nice. Da könnte man ja fast sagen, in der Geschwindigkeit könnte man ja fast noch einen versuchen. Der Viererjuwel war ganz nice. Ja, mal gucken. Wir haben jetzt noch den anderen. Was war's? Den hatten wir zwar schon, aber der ist noch offen. Oder, ja, mal gucken, vielleicht gibt es auch noch was Neues jetzt. Was sagt der Chat? Geht da noch eine Mission oder was? Kriegen wir noch eine hin? Einer geht noch. Sagt Capru. We're halfway there. Hopefully we can find some more Velcana tracks during the next hunt. Ja, ich habe mich nicht so. Was haben wir denn hier? Signed. Das wäre halt ein Glavinus. Glavinus. Den hatten wir halt schon. Ja, okay, wir haben hier einen Odogaron. Uragan ist ganz lustig. Und was haben wir hier? Ein Legianer. Komm, machen wir zum Abschluss noch einen Legianer. Dann sehen wir auch nochmal die Coral Highlands. Die haben wir heute noch nicht gesehen. Ich poste mal hier die Quest. Und freue mich, wenn ihr joint. Bin ich hier natürlich völlig falsch, aber egal. Im falschen Hub. Wir machen das jetzt hier fix. Und sind nun mal ins hier nicht im Hub. Guck mal, da liegt er jetzt übrigens. Wir haben den ja gerade gefangen. Jetzt liegt er hier. Kann er nicht ausbrechen. Hier sind zwei Seile gespannt. Wenn er aufwacht, der wird sich denken, fuck, ich komme hier nie wieder raus. Und ich muss kurz in die Kantine. Ist eigentlich die ganze Zeit Nacht in diesem Spiel. Kantine! Concrete Jungle, where dreams are made of! Na, wer kriegt da nicht Hunger? Hm. So, let's go. Ach so, warte mal. Habe ich überhaupt das richtige Equipment? Weakness, Thunder, Lightning, Thunder.
weiß ja, dass man die Animation skippen kann. Ja, Danger Dan Dances, wie ich es auch schon 10-mal gemacht habe. Aber weißt du, dass das eine Fernsehsendung ist und manchmal ganz schöne Bilder übertragen werden müssen? Aber nein, ich habe nach 160 Stunden noch nie die Starttaste während einer Zwischenanimation gedrückt. Danke für den Tipp. Ich bin noch klein. Ah, ich bin direkt bei ihm, Alter. Was geht denn jetzt? Damit kann ja keiner rechnen. Holy shit. Das finde ich das schönste Monster der Legiane. Ich finde es ein bisschen scheiße, dass ich jetzt hier alleine bin, aber ist egal. Erstmal muss ich den hier von seinem hohen Ross runterholen. Und ich habe schon die Hälfte meiner Energie verloren. Was ist hier los? Halleluja. Das ist natürlich nicht so toll, wenn man alleine ist. Okay, fuck you. Verpiss mich. Du hast gewonnen. Wieso geht's denn hier nicht runter? Was ist los? Ich kann mich nicht... Halleluja! Oh, ich kann mich nicht bewegen. Ich hab Eisbleit. Ich bin gleich tot. Jetzt. Nein, noch nicht ganz, aber gleich. Ja, das war natürlich ein richtig geiler Spawn. Keine Nullberries. Ich bin richtig scheiße vorbereitet auf diesen Kampf. Ich muss, glaube ich, gleich zurück ins Camp. Aber ich glaube, so wie das hier aussieht, lande ich da eh gleich. Ich habe nichts gegen diesen scheiß Eisbleit. Das ist so nervig am Legiana, dass der so viel fliegt. Immer in der Luft, der Trottel. Da hast du. Geht ja schon wieder unten. Dann kann man auch so richtig schön die Flügel stutzen. Alter, weg, 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 weg. Boah, kriegt der auf den Sack. Boah, ist das nervig, wenn er die ganze Zeit da so rumfliegt. Da kann ich kaum rankommen. Mach doch die Combo, ey. Das ist wirklich das Nervigste am scheiß Langschwert, dass du immer diese Combo durchkriegen musst.
So, Alter, da ist er wieder gegen die Wand gelaufen. Krasser Schaden. Der kommt überhaupt nicht mehr vom Fleck. Der wird so schnell wieder auf den Boden der Realität geholt. Ich sehe auch gar nichts. Ich spratz einfach nur rein. Oh shit, jetzt hat er in mich reingespratzt. Help, 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 help. Okay, er konzentriert sich Gott sei Dank auf jemand anderen. Komm, flieg. Shit, nicht geklappt. Das meine ich im Master Rank, im Low Rank zum Beispiel. Die meisten Viecher, die in die Luft gehen und fliegen, kann man mit einem Flashpot direkt aus der Luft holen. Dann sind die sogar noch einigermaßen lange am Boden. Im Master Rank teilweise nicht. Also sind die nur ein bisschen dizzy, aber... Manche sind sogar dann immun dagegen. Das ist jetzt übrigens auch nicht unbedingt hundertprozentig repräsentativ. Also so geht's schon ab bei Monster Hunter, aber wenn ihr jetzt erstmal alleine zockt und die Story zockt, dann sind die Kämpfe so nicht. Dann sieht das schon ein bisschen anders aus. Da muss man auch noch ein bisschen härter, glaube ich, arbeiten. Nicht glaube ich, weiß ich. Aus eigener Erfahrung. Als wenn man hier so mit so wirklich Monster Hunter Pros zusammenspielt, die genau wissen, was zu tun ist. Und das Vieh dauernd runterholen, sodass man da die ganze Zeit reinkloppen kann. Also ihr könnt sicher sein, der Legianer hat hier wenig Bock auf den Kampf gerade. Und ich kann es ihm nicht verübeln. Guck mal, der liegt schon wieder. Er hat immer noch ein Horn. Das letzte Einhorn, das nehmen wir ihm jetzt auch noch weg. Der schöne Legianer. Am Anfang stand er vor mir. Da war er noch so schön. Glatte Haut. Alles in Ordnung. Da wusste er noch nicht, dass das so ein richtiger Scheißtag wird für ihn. Kannst du jetzt mal langsam aufstehen? Was ist denn hier los? Guck mal da unter ihm. Material. Da bleibt ihm nur noch das Verpieseln. Nicht den Piercing-Bot. Nein, nein. Oh, die Viecher. Ach, deshalb lag ich auf dem Boden. Die sind auch super nervig mit ihren dummen Blasrohren. Was war das? Das war doch, was ich suche. Was hier? These are Vilkana Tracks. These are Vilkana Tracks. Und da liegt er weiter. Ich weiß gar nicht, wie die das hinkriegen, dass der dauernd liegt. Ich wüsste es gern mal. Und da geht er. Wieder schon gefangen, aber es reicht noch nicht, oder was? Noch nicht genug Schaden genommen, um ihn zu fangen, offensichtlich. So eine Falle da ist immer nur 2-3 Sekunden offen. In der Zeit muss man ihn dann quasi betäuben. Aber war wohl noch ein bisschen zu früh.
immer das Indiz, wenn die humpeln, die Viecher, dann sind sie auf jeden Fall bereit zum Fangen. Aber als erfahrener Hunter sieht man das auch, oder kann man das auch ohne Humpeln natürlich abschätzen. So wie wir gerade eben, habt ihr ja gesehen. Und wieder runter. Jetzt ist die Falle. Da sitzt die Falle und das war ja auch nochmal Rekordzeit. Leute, ist das krass. So viele Monster hier in 2 Stunden gelegt wie sonst in einem Jahr. Oh, und noch Footprints, die nehme ich auch noch mit. Ja, Leute, das war ja mal eine richtig nice Leistung. Ich will noch mal ganz kurz die Belohnung abchecken. Das waren ja locker 9 Minuten. War das 9? 10:46, okay. Guck mal hier. 2 Legiana-Gems. Und noch ein Mantel. Richtig geiles Zeug aufgekriegt. Ein voller Erfolg. Ich freue mich, dass ich meine Pläse heute hier mitgenommen habe. Jetzt möchte ich noch mal nur ganz kurz mich noch mal von allen verabschieden, die da mitgespielt haben. Dann gehe ich noch einmal kurz in die Liste. Vielen Dank auch schon mal hier an den Chat. Mir Spaß gemacht heute mit euch. Ihr habt euch ja auch einigermaßen zusammengerissen. Sicherlich auch nicht einfach um die Uhrzeit. Lifeline regelmäßig mit Ede und jemandem wäre nice. Ja, wie gesagt, ich hätte Bock, das auch regelmäßig mal mit dran zu machen. Wobei da schon der Skill-Level und auch der Progress zu weit auseinander liegt. Also muss man dann einfach sagen, es macht auch dann nicht so Bock, wenn man selber nichts mehr zum Kampf beitragen kann. Aber es gibt echt auch noch eine Menge zu sehen, auch für mich noch. Eine Menge Monster, die ich nicht kenne und viel zu entdecken. Bevor ich mich jetzt hier verabschiede, sage ich noch mal, wer hier alles da heute dabei war. Es sind natürlich nicht mehr alle da. Beatrix und Brute, mit denen ich habe ich auch eben gerade gekämpft. Und Maya, Kalgrumund. Ich glaube, wir haben nicht miteinander gekämpft heute. Auron, Void, mit dem habe ich auf jeden Fall auch gekämpft. Amon, Kazador und viele andere sind jetzt wahrscheinlich schon ins Bett gegangen. Das hat aber Bock gemacht. Das war ein schöner Community-Zock, Monster Hunter. Machen wir gerne mal wieder, wenn es euch gefallen hat. Mir hat das auf jeden Fall Spaß gemacht. Es hat ja auch echt gut geklappt, muss man sagen. Keine größeren technischen Probleme. In diesem Sinne hoffe ich, euch hat es auch gefallen. Vielleicht habt ihr ein bisschen Bock gekriegt auf Monster Hunter. Es ist nicht zu spät einzusteigen. Holt euch das Game, falls ihr bislang euch noch nicht getraut habt. Ihr werdet es nicht bereuen. Höchstens, dass ein bisschen von eurer Freizeit flöten geht. Das war's erstmal mit mir von diesem weirden Dienstag. Wir sehen uns morgen wieder. Tschüss!